Also du weißt doch, wie man sagt hier, Vater, es heißt doch auch die Liebe, das sei doch eine Frucht der Ehe. Beim Essen kommt der Appetit. Ja, dann. Also ich dachte, wir müssen am Ball bleiben, wir dürfen nicht jetzt hier irgendwie uns zur Ruhe setzen und dann irgendwann wieder anfangen, sondern wir haben tatsächlich von Probenbeginn ab per Zoom miteinander gelesen, teilweise auch ein paar Ideen entwickelt. Steffen, bitte. Haben Sie jemals, Madame, einen Diamanten gesehen, der wie jener funkelte, den mein Vater dort am Finger trägt? Sagen Sie mal, Marianne, wo ich Sie gerade so, haben Sie eigentlich jemals einen Diamanten gesehen, der wie jener funkelte, wie der, den mein Vater dort am Finger trägt? Oh, er glänzt stark, das ist wahr. Ja, Sie müssen sich diesen Ring einmal aus der Nähe besehen. Abstand auf der Bühne zu halten, muss nicht unbedingt schlecht sein, muss keine schlechte Regel sein. Wir müssen ja nicht immer alles zusammenkleben. Ich persönlich, ich sehe da jetzt noch kein Defizit. Also ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber bis jetzt kommt uns das eigentlich eher zugute. Es beflügelt die Fantasie. Ne, kurz einen Huhn. Boah, so, Kopf! Aber bist du nicht wirklich gegen den Vor... Das ist eine Familiengeschichte von einem tyrannischen Vater, der seiner Gier und seinem Geiz vor allem alles unterordnet. Man könnte im Grunde sagen, der hat eine Kassette, in der er Geld aufbewahrt, und diese Kassette hat er versteckt. Das beunruhigt ihn auch sehr, also so wie ein Hund, der seinen Knochen irgendwo versteckt hat, aber immer wieder nachschaut, ob er noch da ist. Also die Geschichte beginnt da, wo also sein Sohn, der sehr kurz gehalten wird, sich in eine Dame verliebt, die von der sich am Ende herausstellt, dass der Vater ebenfalls Absichten hat, diese Dame zu heiraten. Das ist ein armes Mädchen. So frech kommst du mir ins Gehege, oder was? So frech kommst du mir ins Gehege, oder was? Ich war zuerst, du kommst wieder in das Meine, ich war zuerst auf dem Platz. Ich liebe Bühnenbilder, aber ich komme auch sehr gut mit dem leeren Raum klar. Und wir alle lieben das dunkle Talier, dieser schwarze Grund. Es ist ja im Prinzip wie eine Grundierung von der Leinwand, und da darf ich dann meine Kostüme reinsetzen. Und der Auftrag von Leander an mich war, die ersten Akte in Modernität zu erzählen, was natürlich ein Kosmos an sich ist. Wie, was wählt man? Wie entscheidet man sich? Weil wir wissen, Moderne und in dem Fall auch Mode kann alles sein. Und da wollte ich auf jeden Fall mich nicht auf Jahrzehnte irgendwie konzentrieren, sondern unique Pieces finden für die Schauspieler jeweils, um zu sagen, man empfindet eine Oberfläche und versucht mit dieser Oberfläche auch die Oberfläche wiederum zu durchdringen und dann den Kern der Figur zu finden. Bewahren Sie mir diese großherzige Freundschaft. Was redet ihr denn da? Was quatscht ihr denn da? Was seid ihr denn für Unglücksvögel? Also natürlich ist vor der Arbeit mit den Schauspielern immer der Regisseur, und in dem Fall mit Leander Hausmann zu arbeiten, ist ein großes Geschenk, eine große Freude. Und natürlich auch an diesem Haus mit einem Ensemble, was hochkarätig ist. Und jetzt heute hier mit der Geizige ist natürlich eine erstaunliche Aufgabe zu sagen, was ist eine Molière'sche Welt und wie kriegen wir die umarmt und gefasst. Und da ist natürlich immer eine Grundfantasie bei Leander, und die begegnet sich dann mit meiner, und dann ist man natürlich in dem starken Austausch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, und über gewisse, ja, kleine Attribute und Hints, und auch weil man sich auch schon kennt, geht bei mir sofort eine Fantasie los, und dann fange ich an zu zeichnen und das zu suchen in der Materialität, und da drängen sich die Dinge im Prinzip von selbst auf, kann man sagen. Und wenn nichts mehr hilft, als mich zu Ihren Gunsten zu erklären, so willige ich nur zu gerne ein, in Person vor ihr ein Bekenntnis all dessen abzulegen, was ich für sie fühle. Naja, erstmal durch meine Filmerei machen wir viel Selbstgeschriebenes und sozusagen Gegenwartsstoffe oder beziehungsweise keine Dichtung, sondern rein pragmatische Dialoge in narrativen Geschichten, die wir erzählen. Und das, wenn man ins Theater kommt, dann freut man sich natürlich, wenn man klassische Texte von Dichtern verwendet, die schon so lange uns erfreuen und deren,
deren Dramen und Komödien so viele Jahrhunderte überlebt haben. Und hier im Geizigen ist es so, dass das haben wir hier eine Blaupause im Grunde von Komödienmechaniken, die heute noch verwendet werden. Es beginnt im Chaos und es wird immer chaotischer und jede Situation bringt neue Wendungen und so. Und insofern ist er auch für alles Weitere, was man tut oder auch selber schreibt, natürlich ein großer Lehrmeister. Molière ist Reichtum und wir haben es hier natürlich erstaunlicherweise mit dem Thema Geiz zu tun. Leander erzählt es ja eher über die Armut des Herzens, über die Leerstelle, ein Tresor, der leer bleibt und wo zum Schluss eigentlich die Opulenz und die Schönheit, die einen tsunamiartig fast überwogt und das ist auch Liebe zu diesem jungen Mädchen und das Leben, was man nicht lassen will, das Alter, womit man hadert. Diese Gegensätze dürfen wir hier erzählen und das ist großartig, weil so umarmt sich vielleicht eine Spartanität in unserer heutigen Art von Silhouette, in Mode. Und dann kommt die Historie dazu und da kommt der Molière'sche Moment. Und dementsprechend ist eigentlich die Opulenz im Rokoko keine Dekadenz bei uns, sondern beschenkt zu sein von so viel schöner Kreativität, die es schon vor vielen hundert Jahren gab. Das wollen wir hier einfangen. Wir freuen uns so sehr auf den Diamant. Ja. Ich höre schon mal ein bisschen. Ist der weg?